Sonopress produziert Ton- und Informationsträger weltweit mit über 2000 Mitarbeitern in Deutschland, Irland, Spanien, Mexiko, Brasilien, Hongkong und den USA. Sonopress gehört heute zu den größten Anbietern multimedialer Dienstleistungen. Die Kunden der Sonopress sind Musik-, Software- und Multimedia-Hersteller, die ihre Programme auf CDs, DVDs oder online in der ganzen Welt anbieten wollen. Alle Aufträge werden zunächst von einer Vertriebsabteilung angenommen und kundenspezifisch bearbeitet. Hier findet unser Kunde den Gesprächspartner, der von der Anfrage bis zur Auslieferung seinen Auftrag begleitet. Der Auftrag und die Eingangsmaterialien werden geprüft und bestätigt und zur grafischen Abteilung und dem Pre-Mastering weitergeleitet. Das Pre-Mastering kontrolliert die Eingangsmaterialien auf Fehlerfreiheit und führt gegebenenfalls Änderungen durch, wie zum Beispiel Anpassung von Klang oder Lautstärken oder Umformatierung von Dateien im CD-ROM-Bereich. Auf Wunsch des Kunden stellt Sonopress neue CD-Programme zusammen oder führt Außenaufnahmen durch. Auch für die DVD werden alle Eingangsmedien wie Film, Ton, Untertitel und Navigationsmenüs geprüft. Film und Ton werden dann für die DVD-Formate MPEG-2 und AC-3 aufgearbeitet und encodiert. Im Authoring werden schließlich alle Assets zusammengefügt und die Navigationsstruktur programmiert. Unser DVD-Projektmanagement koordiniert hierbei den gesamten Pre-Mastering-Prozess. Die Ausgangsmaterialien vom Pre-Mastering werden in einem weiteren Produktionsschritt in das digitale Archiv überspielt. Hier können die Daten für das optische Mastering ohne weitere Bearbeitung abgerufen werden. Das digitale Archiv ist ein Massenspeicher mit vorerst 30 Terabyte Speicherkapazität. Die Musik- oder Dateninformationen auf den CDs oder DVDs werden digital gespeichert. Auf dem fertigen Informationsträger repräsentieren Vertiefungen in der sonst glatten Oberfläche die digitalen Informationen. Der Übergang von einer Vertiefung, Fachausdruck PIT, stellt eine digitale 1 dar. Und die nicht belichtete Oberfläche ist dann eine digitale 0. Der eigentliche Herstellungsprozess der CDs und DVDs beginnt im optischen Mastering. Der Master besteht aus einer Glasplatte, die mit hoher Präzision plan geschliffen und extrem poliert ist. Diese Platte wird in der Vorstraße mit Fotolack beschichtet. Die Schichtdicke dieses Fotolacks muss sehr gleichmäßig sein. Die Toleranzen liegen im Nanometerbereich. Der Lack ist lichtempfindlich und wird später mit blauem Laserlicht belichtet. Bei Sonopress geschieht dieses mit mehreren Laserbeam-Recordern. In diesen Geräten werden die Glasmaster mit den entsprechenden Programminformationen versehen. Der Laser belichtet die Informationen als Pits verschiedener Länge in den Fotolack. Im anschließenden Prozess wird die Glasplatte wie ein Foto entwickelt, wobei sich die belichteten Stellen im Entwickler lösen und dadurch die eigentlichen Pits entstehen. Die Größe der Pits wird in µ gemessen. Das bedeutet, dass im Mastering mit absoluter Sauberkeit und Staubfreiheit gearbeitet werden muss. Die Mitarbeiter tragen eine besondere Schutzkleidung, um den Bedingungen des Reinstraumes Rechnung zu tragen. Da die weitere Verarbeitung des Glasmasters galvanisch erfolgt, wird die Oberfläche der Platte metallisiert. Dadurch wird sie elektrisch leitend. Die Metallisierung geschieht in einem Sputterprozess im Vakuum. Dabei wird Nickel in einer feinen Schicht auf dem Glas abgeschieden.
In der Galvanik werden als Endprodukte die Matrizen hergestellt. Das sind Metallscheiben aus Nickel, die als Werkzeuge im Vervielfältigungsprozess verwendet werden. Die Information vom Glasmaster wird dabei exakt kopiert. Aus Sicherheitsgründen wird noch eine Kopie von der Matrize gezogen, damit bei einer eventuellen Beschädigung des Werkzeuges nicht der komplette Überspielvorgang wiederholt werden muss. Aus dieser Nickelplatte wird dann mit einer Stanze der äußere Durchmesser der Matrize und das Mittelloch herausgetrennt und dann für den Weg in die Produktion verpackt. Die CD wird in einem Spritzgussvorgang aus Polycarbonat hergestellt. Das Polycarbonat wird als Granulat angeliefert und mittels einer automatischen Förderanlage an die einzelnen Sonoliner verteilt. In der beheizten Förderschnecke wird das Material so weit erhitzt, bis es flüssig ist und durch die Vorwärtsbewegung der Schnecke in die Form gespritzt werden kann. Die Form hat einen Innenraum, der dem äußeren Maß einer CD entspricht. In die eine Wand der Form wird die Matrize eingebaut, sodass während des Spritzgießens die Pitch-Struktur übertragen werden kann. In der Form wird dann auch das Mittelloch zentrisch ausgestanzt. Beim Öffnungsvorgang entnimmt ein Roboter ein halbfertiges CD-Produkt. Das gesamte Musik- und Datenprogramm der CD ist in diesem Arbeitsgang enthalten. Im Sonoliner sind mehrere Arbeitsgänge in einer Maschine zusammengefasst. Ein Roboter übergibt den gespritzten Rohling an die nächste Stufe, die Sputteranlage. Hier wird die Seite der CD metallisiert, die die Pitch-Struktur enthält. Die Metallschicht auf der CD reflektiert den Abtastlaser. Sie ist sehr empfindlich gegen Verkratzungen. Aus diesem Grund wird die Aluminiumschicht in einer Zentrifuge mit Acryllack beschichtet. Er wird anschließend unter einer UV-Lampe ausgehärtet. Die DVD hat eine wesentlich größere Speicherkapazität als die CD und speichert die Inhalte auf zwei 0,6 mm starken Halbseiten. Zwei Spritzprägemaschinen stellen diese Halbseiten parallel her. Zur Auskühlung werden die DVD-Halbseiten auf einem Kühlrad für eine Minute lang abgelegt. Ein Drehtisch übernimmt die ausgekühlten Halbseiten. Um mit einem Laser beide DVD-Hälften abtasten zu können, muss eine der Hälften semi-transparent sein. Dieses wird durch die Metallisierung dieser Hälfte des Layer 0 mit 18 Nanometer Silizium erreicht. Die zweite optisch dichte Hälfte, der Layer 1, wird wie die CD mit 35 Nanometer Aluminium metallisiert. Ein Flipper übernimmt die DVD Layer 0 Hälfte, wendet sie so, dass die Programmseite nach unten liegt und legt sie auf die gleiche Position auf dem Drehtisch wieder ab. Ein Greifsystem transportiert nun die beiden beschichteten Halbseiten auf dem Drehtisch des Bonding-Moduls. Dieser Drehtisch führt durch wechselnde Übernahme der Halbseiten die zueinander gehörenden Dateninhalte zusammen und bereitet so den Bonding-Prozess vor. Beide DVD-Hälften werden hier verklebt. Eine spezielle Nadel wird zwischen die rotierenden Halbseiten geführt und spritzt UV-Kleber ein. Ein Greifsystem transportiert die verklebten DVD-Hälften in eine Zentrifuge. Hier wird durch die schnelle Drehung der Kleber gleichmäßig verteilt und der überschüssige Kleber herausgeschleudert. Die nun fest verklebte DVD wird unter UV-Licht 1,5 Sekunden lang ausgehärtet. Ein Scanner prüft abschließend die physikalischen Eigenschaften der DVD. Die fertige DVD wird durch einen Flipper gedreht, sodass die Layer 1 Seite druckvorbereitet oben liegt und dann auf einer Spindel abgelegt. Die nächsten Arbeitsgänge sind für CDs und DVDs wieder identisch. In diesem Arbeitsgang wird das Etikett oder auch Label gedruckt.
Im Sonoliner wird dabei mittels Siebdruckverfahren in maximal 3 Farben gedruckt. Wenn der Kunde sein Label mit mehr als 3 Farben ausdrucken möchte, kann auch im Offset-Druck in einem extra eingerichteten Arbeitsgang gedruckt werden. Am Ende des Prozesses prüft ein Scanner jede Platte auf mechanische Fehler. Wir garantieren eine 100%ige Kontrolle jedes digitalen Speichermediums. Nachdem ein Auftrag angelaufen ist und die ersten Platten vorliegen, werden sie einer aufwendigen Qualitätsprüfung unterzogen. Alle für die Fertigung relevanten Parameter werden dabei genau untersucht. Eine Freigabe erfolgt nur, wenn alle Spezifikationen eingehalten worden sind. Sonopress legt größten Wert auf die produktionsbegleitende Prüfung einzelner Fertigungsschritte, damit eine gleichmäßige Qualität gewährleistet werden kann. Die CDs oder DVDs werden nun auf Spindeln bereitgestellt und zur Weiterverarbeitung zur Verpackungsmaschine befördert. Unser Transport-, Lager- und Logistiksystem ist weitgehend automatisiert. Neben dem Transport von Speichermedien und deren Printbeilagen verwaltet das System auch in mehreren Regallagern die Produkte. Wenn sowohl Speichermedien als auch die Printprodukte komplett produziert sind, ist ein Auftrag fertigungsbereit und kann von der Konfektionierung abgerufen werden. Die Printprodukte und die Speichermedien werden automatisch aus dem Behälterlager gefahren und zur entsprechenden Maschinengruppe in der Konfektionierung gefördert. Hier werden die Speichermedien automatisch in Joule-Boxen verpackt. Die Verpackungsmaschine entnimmt von einem Speichertisch die durchsichtigen Boxen, öffnet sie und fügt die Booklets ein. Im nächsten Arbeitsgang wird die Inlay-Card unter das Tray gesetzt und das Speichermedium darauf gedrückt. Die Box wird verschlossen und zu den Kartoniermaschinen befördert. Von einem zentralen Palettierer werden die Kartons vollautomatisch zusammengestellt. Sie werden entsprechend den Wünschen der Kunden etikettiert und versandfertig auf Paletten verpackt. Natürlich werden nicht alle Aufträge in Standardverpackungen hergestellt. Die Entwicklung für Sonderverpackungen ist so groß wie die Kreativität der Künstler im grafischen Gewerbe und der Verpackungsindustrie. Fallschachteln oder aus dem Standardfalde nicht maschinell zu verpackende Objekte werden bei Sonopress von Hand verpackt. Im Versand laufen alle Aufträge wieder zusammen, werden beschriftet und für Speditionen versandfertig bereitgestellt. Die Aufträge können in beliebige Losgrößen aufgeteilt werden und Sonopress sorgt dann für den Versand an jede Adresse. Hightech und Kompetenz im Dienst unserer Kunden. Das Sonopress-Team steht für Ihren Erfolg.